In diesem Video besprechen wir ein Laplace-Experiment mit einer Münze. Folgende Aufgabenstellung: Eine Laplace-Münze wird dreimal hintereinander geworfen. Wir rechnen folgende Wahrscheinlichkeiten mit der Laplace-Formel: a. dreimal Zahl zu werfen, b. mindestens zweimal Zahl zu werfen und c. mindestens einmal Zahl zu werfen. In einem ersten Schritt, der die Lösung betrifft, bestimmen wir die Anzahl der möglichen Versuchsereignisse Omega. Und zwar, wenn wir drei Möglichkeiten hintereinander haben, dann haben wir zum Beispiel Zahl, Zahl, Zahl oder Zahl, Zahl, Kopf, Zahl, Kopf, Zahl, Kopf, Zahl, Zahl. Weiters haben wir die Möglichkeit, dass wir Zahl, Kopf, Kopf haben, Kopf, Zahl, Kopf oder Kopf, Kopf, Zahl. Und schließlich die letzte Möglichkeit, dass wir dreimal Kopf haben. Wenn wir die Möglichkeiten hinsichtlich der Anzahl bestimmen, dann sehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben 8 Möglichkeiten. Deshalb ist die Anzahl der möglichen Versuchsereignisse Omega gleich 8. Damit haben wir den Nenner der Formel gefunden, das ist jeweils 8. Und jetzt können wir die einzelnen Aufgaben der Reihe nach erledigen. Als erstes berechnen wir die Wahrscheinlichkeit, dreimal Zahl zu werfen. Das ist relativ einfach. Z, Z, Z. Daraus folgt, die Anzahl von A ist hier 1. Wenn wir das jetzt in die Formel eingeben, die Formel lautet die Anzahl der Ereignisse, bei denen A eintritt, durch die Anzahl der möglichen Versuchsereignisse, dann habe ich im Zähler hier 1 und oben wie im Nenner ausgerechnet 8. Wenn ich jetzt 1 durch 8 dividiere, erhalte ich als Ergebnis 0,125. Und wenn ich die Angabe in Prozent möchte, multipliziere ich das Ganze mit 100 und erhalte als erstes Ergebnis 12,5%. Die Wahrscheinlichkeit, dreimal hintereinander Zahl mit einer Münze zu werfen, beträgt also 12,5%. Kommen wir zur zweiten Aufgabenstellung, Wahrscheinlichkeit mindestens zweimal Zahl zu werfen. Mindestens zweimal Zahl zu werfen heißt, Zahl muss entweder zweimal vorkommen, kann aber auch dreimal vorkommen. Da schreiben wir zuerst hin, Zahl, Zahl, Zahl ist eine Möglichkeit. Oder Zahl, Zahl, Kopf ist die zweite. Die dritte Möglichkeit ist Zahl, Kopf, Zahl. Und die vierte Möglichkeit ist Kopf, Zahl, Zahl. Daraus folgt, A ist 4. Wir haben also 4 Möglichkeiten, oder anders ausgedrückt, die Anzahl der Ereignisse, bei denen A eintritt, beträgt hier 4. Das können wir wieder in die Formel einsetzen. Im Zähler also 4. Der Nenner bleibt immer gleich. Das sind 8 Möglichkeiten. Wenn ich 4 durch 8 dividiere, erhalte ich 0,5. Und um das Ganze in eine Prozentangabe zu verwandeln, mal 100. Damit habe ich das zweite Ergebnis erzielt, 50%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, mindestens zweimal Zahl mit einer Münze zu werfen, bei 3 Versuchen, beträgt 50%. Jetzt kommen wir noch zur dritten Fragestellung. Die Wahrscheinlichkeit, mindestens einmal Zahl zu werfen. Hier kommen praktisch alle Möglichkeiten vor, außer KKK. Das heißt, wenn ich wie vorher beginne, kann ich sagen Z, Z, Z ist eine Möglichkeit, Z, K, Z ist eine Möglichkeit, dann habe ich Z, Z, K ist eine Möglichkeit oder K, Z, Z ist eine Möglichkeit und das gleiche noch mit Kopf, Kopf, Z ist eine Möglichkeit, Kopf, Z, K und die letzte Möglichkeit ist Z, K, K. Ich sehe, ich habe hier 7 Möglichkeiten. Das heißt, die Anzahl der Ereignisse, bei denen hier A eintritt, ist 7. Der
Nenner wie immer die Anzahl der möglichen Versuchsereignisse, wie wir oben festgestellt haben, 8. Das heißt, ich dividiere 7 durch 8, erhalte als Ergebnis 0,875. Das Ganze wieder mit 100 multipliziert ergibt ein Ergebnis von hier 87,5%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit bei 3 Münzwürfen mindestens einmal Zahl zu werfen beträgt 87,5%. Bei dieser dritten Möglichkeit gibt es noch eine alternative Berechnung, die ich auch noch kurz ansprechen möchte. Mindestens einmal Zahl heißt 1 minus niemals Zahl zu werfen, also die sogenannte Gegenwahrscheinlichkeit. Das heißt, 1 minus P von KKK. Und KKK ist eben eine Möglichkeit, das haben wir oben auch bei ZZZ gehabt, das ist 1 dividiert durch 8, das ergibt dann 0,125. Und wenn ich 1 minus 0,125 berechne, erhalte ich ebenfalls 87,5%. Das war eine Berechnung zu dem Thema Laplace-Experiment und zwar mit 3 Münzwürfen und 3 Fragestellungen. Weitere Beispiele zu diesem Thema findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Playlist Mathematik Laplace-Experimente. Viel Spaß beim Nachrechnen und bis bald bei einer anderen Aufgabenstellung.